Hallo, meine liebe Jungfrau. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Jetzt zu deiner Septemberlegung für September 2024. Ich habe ein paar Neuerungen. Und zwar findest du alle verwendeten Kartendecks ab sofort immer unten in der Infobox und zwar mit einem Link versehen, der dich auf meine Webseite führt und da kannst du alle verwendeten Kartendecks einsehen. Vielleicht verlinke ich die irgendwann mal noch mit Affiliate-Links, dann wirst du das auch feststellen, beziehungsweise sage ich das dann, kann durchaus auch noch möglich sein. Aber momentan, wie gesagt, findest du alles dann auf der Webseite. Das ist die erste Veränderung. Die nächste Veränderung ist, es wird ab sofort für jedes Sternzeichen-Video, was ich auf YouTube veröffentliche, eine Partnerlegung geben. Das bedeutet, du bekommst einmal hier auf YouTube wie gehabt deine Legung für diesen Monat, indem wir reinschauen, welche Themen gerade brisant sind. Und wenn die Legung abgeschlossen ist, kannst du mir auf den Mitgliederbereich folgen. Dazu findest du auch in der Infobox die entsprechenden Erklärvideos, Links und so weiter. Und im Mitgliederbereich, da kannst du dir dann die Partnerlegung anschauen. Ja, ich werde das auch vereinzeln. Ich werde verschiedene Päckchen schnüren. Lass dich mal überraschen, was da noch alles so kommt. Jetzt freue ich mich auf deine Legung. Wir starten mit der unterliegenden Energie und diese ist für den September. Oh, meine absolute Lieblingsenergie. Der Neubeginn. Und das Kind steht für ein Kind bis zum Alter von 6 Jahren. Wenn du denn kleine Kinder in deiner Umgebung hast, können auch Enkelkinder sein, kann da ein Thema sein. Das Kind steht, also die Karte für das Kind, die hier steht auch für kleine Schritte. Und manchmal auch für das Thema Naivität. In der Hauptsache ist das allerdings eine der einfachsten Karten, finde ich persönlich, denn hier geht es um einen Neuanfang. Sehr schön und wir schauen uns jetzt ganz genau an, was es mit diesem Neuanfang und diesen kleinen Schritten dahin zu tun hat. Meine liebe Jungfrau, du bist hier dargestellt in der weiblichen Hauptpersonenkarte, dein Gegenüber hier in der männlichen Hauptpersonenkarte. Und du weißt ja, dass Geschlechter eben austauschbar sind. Das bedeutet, du kannst ein Mann sein, dein Gegenüber kann eine Frau sein. Und wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Du liegst an allererster Stelle. Das heißt, es kommen hier Nachrichten auf dich zu, beziehungsweise können das auch Nachrichten sein, die du nach außen bringst, Aktivitäten, die du nach außen bringst. Vielleicht ist deine sportliche Aktivität gerade etwas eingeschränkt im September mit den Mäusen daneben. Sieht mir das sehr danach aus, dass du gerade so ein bisschen, ja, es dir gut gehen lässt oder eben gerade nicht so aktiv bist, weil ich hier auch sehe, dass du mit einigen Entscheidungen ringst. Diese Entscheidungen, sollen hier eine Herausforderung eliminieren. Eine Herausforderung kann mehrere, Aspekte beinhalten. Das heißt, irgendetwas, wo du dir schwer tust, kann das sein, eine Herausforderung. Es kann etwas sein, wo es darum geht, dass du eine Blockade überwinden musst. Also
wo du dich etwas nicht traust, wo du aus deiner Komfortzone raus darfst. Ja? Und du dann natürlich hier im Zwiespalt bist mit der richtigen Entscheidung, also mit der Entscheidungsfindung, muss ich tatsächlich sagen. Denn hier liegt ja tatsächlich auch das Labyrinth. Und da sage ich ja immer, da ist es eigentlich noch wirklich so diese Entscheidungsfindungsphase. Ich habe so ein Kuddelmuddel ein bisschen da liegen. Und zwar zum einen. Möchtest du oder kannst du gerade vielleicht keine Entscheidung treffen? Der Mond sagt mir, dass doch ein gewisser, wie sage ich, ein Erschöpfungszustand da ist. Also wirklich so, das ist das Erste, was ich hier auch reinbekommen habe, dass du in einer Erholungsphase bist, dass du eigentlich eine Erholung brauchst. Ich sage eigentlich, weil ich natürlich weiß, dass man sich die Art und Weise der Erholung nicht so einfach immer genehmigen kann. Also solltest du Urlaub machen können. Genau. Ich habe jetzt gerade das Schiff gesucht. Dann wäre der wichtig, um eben Belastungen zu eliminieren. Oh, das ist ja interessant, wie das hier wieder drinnen liegt. Also eine Reise wäre hier wichtig, ein Urlaub. Irgendwie bist du allerdings hier auch, und das hat jetzt mit Reiseurlaub nichts zu tun erstmal. Sondern ich sehe hier, dass du mit deiner Zukunft da, wo es hingehen soll, für dich hier gerade in einem großen Konflikt steckst bezüglich der Entscheidungen. Das heißt, du weißt vielleicht gerade nicht, wie du dein Leben neu ausrichten sollst. Ja, der Neuanfang liegt ja hier. Du weißt nicht, wo du hin willst, wo du hin sollst, was für dich als nächster Weg sozusagen vorgesehen ist. Ja, und das macht dir hier dann auch wirklich diesen Kummer, ne? Ich habe den Sarg, die eigentliche Kummerkarte, nicht drin liegen. Der Sarg ist immer auch, dass etwas endet. Der Sarg ist wirklich. Ein riesengroßer Kummer. Gott sei Dank habe ich den nicht hier drin liegen. Ich habe hier liegen, dass du viele Erwartungen hast, Erwartungen, die dich bekümmern, die dich Sorgen und irgendwie erwartest du dir hier gerade kein Glück, meine liebe Jungfrau. Oder andersrum ausgedrückt, der ein oder andere von euch kann hier tatsächlich auch so mit negativen Gedanken zu tun haben. Auch bezüglich des Geldes. Also das Thema der Finanzen. Vielleicht bist du hier in einer Situation gerade, die dich gerade ein bisschen stresst. Die dich wirklich gerade ein bisschen stresst, meine liebe Jungfrau. Denn eigentlich habe ich hier sehr positive Aspekte drin liegen. Gespräche mit einer herzlichen Frau, die dir auch absolut zugetan ist, ja. Aber hier ist ein Liebeskummer angezeigt. Ein Liebeskummer, irgendwie etwas. Und dieser Liebeskummer, dieses
Hier wird eine Blockade gelöst, eindeutig. Und das kann eine Blockade sein, die dir auf, die diesen Herzenskummer verursacht hat. Vielleicht hast du in deinem Umfeld so eine herzliche, liebevolle Frau. Das ist wirklich jemand sehr Positives, ja. Wird auch gleich noch mal hier bestätigt mit der Sonne. Und ich habe den Eindruck, dass hier eine Veränderung da sein soll, eine positive Veränderung, ein Neubeginn mit dieser Frau. Das kann jemand sein, weil sich hier ein Schicksal beendet, so quasi, ja. Das kann jemand sein, den du aus der Vergangenheit kennst. Das kann ich hier nicht von der Hand weisen. Es kann hier aber auch etwas sein, was sich abschließt. Das Kreuz im Haus der Mäuse ist so ein doppelte Information. Ein schicksalshaftes Ende, eine Belastung geht raus, ja. Ein wichtiges Kümmernis, also dieser Kummer, dieser Verlust hat trotz allem auch etwas Positives gehabt. Und ich habe den Eindruck, dass es sich hier tatsächlich um etwas aus der Vergangenheit handelt. Ich habe den Fuchs im eigenen Haus und der Fuchs im eigenen Haus und vor allem dieser Fuchs bedeutet bei mir immer der richtige Zeitpunkt. Ich habe den Eindruck, dass es zum einen hier der richtige Zeitpunkt ist, dass hier positive Menschen wieder zurückkommen in dein Leben oder du hier an solche wieder anknüpfst. Aber wirklich nur die, die dir gut tun, Jungfrau. Es sind die, die dir gut tun. Und da zeigt mir das hier an, wäre es gut, eine Verbindung wieder aufzunehmen. Das ist eindeutig diese Konstellation, eine Trennung, die hier angezeigt ist, kann wieder rückgängig gemacht werden. Jetzt gehen wir mal zu dem geschäftlichen Aspekt, der hier drinnen liegt. Ne? Ich habe ja das Thema Beruf hier liegen, der Erfolg und der Geldfluss. Ihr wisst ja, der Mond ist im Lenormand ein Erfolgszeichen. Ja? Ruhm, Ehre, Reichtum, Erfolg, Anerkennung, das ist der Mond. Natürlich auch Anziehung und bei mir auch immer so Gedanken, Gefühle. Gerade in Bezug auf die Fische ist es hier auch ein seelischer Aspekt, der mit reinkommt. Und dieser seelische Aspekt ist einfach das Thema Wertschätzung, aber hier habe ich auch so etwas Altes. Der Bär. Also in Bezug auf die Konstellation, die ich gerade gesagt habe, kann hier ein Ahne sein, der im Hintergrund mitwirkt, dass hier etwas erfolgreich wird. So ganz anderes Thema. Ich habe ja gesagt, wir gehen jetzt zum geschäftlichen Bereich. Und im geschäftlichen Bereich sehe ich hier eben das, woran du arbeitest. Du musst nicht zwangsläufig berufstätig sein, sondern das, woran du arbeitest, wird hier erfolgreich mit einem Gegenüber. Dieser Gegenüber steht in der Öffentlichkeit. Aber da nagt auch irgendwas an der Öffentlichkeit. Also, ich habe den Eindruck, dass hier noch so ein bisschen an irgendwas, was in die Öffentlichkeit gebracht werden soll, gearbeitet wird. Und manchmal verzögert sich das. Ja, das ist so mein Eindruck, weil halt gewisse äußere Umstände, sage ich jetzt mal, für Verzögerungen sorgen. Ja,
Und das ist natürlich auch etwas, was dir ein bisschen zu schaffen macht, dass das nicht so schnell voranschreitet, wie du das möchtest. Das sehe ich hier auf mehreren Ebenen, dass du da ein bisschen ungeduldig bist, liebe Jungfrau, was ja absolut verständlich ist, wenn etwas einfach länger braucht, als man es sich wünscht. Der Neubeginn, sagt er, in kleinen Schritten ist hier etwas, was vorangebracht wird. Das Thema, woran du arbeitest, ist das Thema Selbstständigkeit. Es kann hier aber auch eine Sache sein, die mit dem Finanzamt zu tun hat. Und da sind so ein paar Sachen zu klären. Ich habe hier, und ich sage gleich, das sind viele Gespräche, viele positiven Gespräche, damit hier eine Investition nicht sein muss. Eine Investition, die hier schicksalshaft wäre, aber schon einen Verlust mit sich bringen würde, einen Verlust an Geld, auf jeden Fall. Und ich habe auch den Eindruck, einen Verlust, der dir für später hier auch noch irgendwie etwas wegnimmt. Was ich auch sehe, ist, dass du mit dieser Lösung hier, ja, die sehr positiv ist, da kann es um Verhandlungen gehen, weil ich hier die Gespräche dran habe. Ich habe hier die einflussreiche Person liegen, also eine Geschäftsperson, eine Amtsperson, mit der du redest, ja, was hier eine herzliche Frau sein kann. Und ich habe hier noch eine Frau, von der du nichts weißt. Sehr schön, meine liebe Jungfrau, und das muss ich echt betonen, ist, dass hier, das ist auf jeden Fall jemand, entweder vom Finanzamt oder jemand mit der Bank, mit dem du es zu tun hast, oder du hast es hier mit einem Vermieter oder einem Makler zu tun. Das ist auch möglich. Wer es auch immer ist bei dir, meine liebe Jungfrau, sehr schön finde ich, dass hier das Glück drauf spiegelt. Also es kann auch eine Frau sein. Ich nehme fast wirklich an, dass die Person, die hier was zu sagen hat, eine Frau ist. Auch wenn ich jetzt die männliche Form benutzt habe, habe ich doch den Eindruck, dass das eine Frau ist. Und ich habe noch den Eindruck, dass du hier unterstützt wirst. Du wirst hier unterstützt bei einem, ja, entweder bei einer Trennung, einer geschäftlichen Trennung, einem Verkauf oder Kauf von einem Haus zum Beispiel, oder eine, ja, vertragliche Themen, die einfach auf eine neue Ebene gehoben werden. Ich habe hier, also es wird erstmal um die Verhandlungen gehen im September. Ich habe hier noch keinen Vertragsabschluss oder eine Abwicklung, sodass es also wirklich beendet ist. Ich habe hier eher so die Thematik liegen, dass es in die richtige Richtung gebracht wird. Also wenn du hier was zu regeln hast, wenn du jetzt im August dieses Video hörst und sagst, oh ja, ich habe was zu regeln, wo ein Finanzamt, eine Firma, eine Arbeitsstelle, also die ganzen Themen, die ich aufgeführt habe, hier zu tun haben, dann sei dir sicher, dass das Ganze unter einem guten Stern ist, ja? Denn du hast hier wirklich sehr positive, und schau mal, diese Person hier sorgt mit Sicherheit für Glück. Mit Sicherheit sind da noch ein paar Unklarheiten und Schwierigkeiten, die gehen aber definitiv raus und die klären sich auf jeden Fall, weil da auch die Sonne dran ist, ja? Meine Lieben. Das finde ich richtig, richtig schön. Also,
was es auch ist, was hier mit einer Firma, einer Behörde zu tun hat, mit einem Rückzug, mit einem Amt, oder das Thema Selbstständigkeit, Grenzen setzen, sich ein bisschen zurückziehen aus gewissen Verbindungen. Das kann auch Thema sein, ja, es muss nicht immer ein Amt sein. Ist hier auf jeden Fall unter einem guten Stern, ist hier beschützt, ja? Ich schaue mal noch einen anderen Aspekt an, weil ja jeder in ein bisschen anderen Konstellation drin steckt. Es kann auch sein, dass hier zwei wichtige Frauen sind von einem Amt oder hier die mit Behörden zu tun haben, die selbstständig sind. Können auch zwei selbstständige Frauen sein. Und hier kommt auf jeden Fall ein positiver Einfluss, wie gesagt, auf dich zu, der mit dem Thema Geld zu tun hat. Was ich jetzt gerade reinbekomme, das ist ja auch interessant, wäre zum Beispiel das Thema einer WG. Weil eben hier die finanziellen Themen eine Rolle spielen, dass man sich vielleicht so ein bisschen zusammentut, ja. Ein überraschender Eine Einladung für eine Hilfe, eine freundliche Unterstützung. Also das ist immer was ganz Positives. Ich habe hier für den einen oder anderen auch ein Vorstellungsgespräch liegen, wenn du denn auf Arbeitssuche bist oder dein Gegenüber, weil dein Gegenüber schaut direkt hier rein. Dein Gegenüber arbeitet vielleicht auch in einem Mir fällt jetzt das Wort nicht ein. Im kreativen Bereich, also Friseur, fällt mir ein, Fußpflege, Kosmetik, Fotodesign, also Design, alles was Design angeht. Oder man kann ja auch Wort designen, ja. Also alles, was das Design angeht. Da arbeitet dein Gegenüber und da sind vielleicht auch noch so ein paar Themen, etwas zu festigen, etwas stabil zu machen. Ja, das kann jetzt sein, dass das tatsächlich diese Selbstständigkeit betrifft. Es kann aber auch sein, dass man sich hier innerhalb einer Firma neu orientiert, also dass er in einer Firma schon ist, aber sich auf eine neue Stelle beworben hat, das Gegenüber. Oder dass hier noch ein Aspekt dazu kommt, wo das Gegenüber sagt, hey, die Einladung, diese Stellenausschreibung, die Möglichkeiten, die möchte ich hier auch nutzen. Und bewirbt sich dann eben auf eine neue Stelle, weil hier ist der Neuanfang. Und ich habe ja hier neue Verträge, die festgemacht werden. Ja, hier verankert sich etwas mit einem neuen Vertrag. Und diese oder eine Partnerschaft, eine Beziehung kann das ebenfalls sein, natürlich. Ich habe aber eher den Eindruck, muss ich gleich sagen, dass es hier wirklich um geschäftliche Themen geht. Weil hier die Liebe eben mit der Sense abgeschnitten ist. Deswegen habe ich hier eher wirklich den Eindruck, dass es um geschäftliche Themen geht, die dir allerdings am Herz liegen, ja, beziehungsweise deinem Gegenüber. Und dieser Herzenskummer, der vergeht auch. Also letztendlich, meine liebe Jungfrau, wird es echt erfolgreich für dich und für dein Gegenüber. Denn ich sehe, dass hier, wie gesagt, die Richtung, der nächste Schritt oder die nächsten Schritte im September
auf jeden Fall in die richtige Richtung gehen und sehr, sehr wertvoll sind. Du bist noch ein bisschen zurückhaltend hier. Es liegt tatsächlich auch in mehreren Ebenen drinnen, was Entscheidungen angeht. Was, wie gesagt, meine liebe Jungfrau, alles, was ich sage, ist absolut wertfrei. Ja, es ist einfach so, das, was ich hier aufzeige, und wenn es nicht bei dir ist, dann ist es nicht deine Legung. Es ist, kann es gar nicht oft genug sagen. Es ist einfach so, wie ich es hier sage. Und wenn das bei dir nicht zutrifft, dann bist du in einer anderen Ebene gerade. Kann gut möglich sein, ja? Und es ist gut, so wie es ist. Hier ist, sind ein paar Dinge vielleicht auch noch, die sich erst noch entscheiden. Das habe ich hier auch liegen. Interessant ist, dass ich nämlich zweimal Fuchs und Wege hier habe und das Thema mit einer Investition. Also du überlegst definitiv, in was du investierst in diesem Monat. Investierst du in einen Vertrag, in eine Partnerschaft, in eine geschäftliche Thematik? Ich habe auch den Eindruck, du überlegst dir sehr, sehr gut, worein du deine Zeit investierst, dein Geld investierst. Liebe, wie gesagt, muss ich erstmal so ein bisschen ausklammern. Bin gespannt, bin echt gespannt, was in der Partnerlegung nachher rauskommt. Denn es kann auch gut möglich sein, dass du hier, weil hier wird eine Blockade gemeistert, die wird abgesetzt. Das ist mir die allerliebste Konstellation ever, die ich hier liegen habe. Und es kann gut sein, dass du hier eine Hürde nimmst. Also du bist auf dem richtigen Weg in kleinen Schritten. Du nimmst hier eine Hürde und dann verändert sich hier etwas auf Herzebene. Und da bin ich echt gespannt zu schauen, was das ist, meine Lieben. Meine liebe Jungfrau, ich freue mich, dass du dabei warst. Ich freue mich, wenn du mir jetzt in den Mitgliederbereich folgen möchtest. Für alle die, die das nicht möchten, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe sehr, dass ihr im Oktober wieder dabei seid. Ansonsten wünsche ich euch von Herzen alles Gute. Bis dann. Tschüss.